Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Das Update ist draußen. Hotfix 1.1.1 bringt richtig, richtig gute und wichtige Erneuerungen und Verbesserungen für die Invasion Season 1. Und ich muss sagen, man könnte fast denken, Nexon hat mein Video gesehen, wo ich mich über ein paar Dinge aufgeregt habe und hat dementsprechend einfach alles geändert, was ich bemängelt habe, weil wirklich kein Stein ist auf dem anderen geblieben und alles ist jetzt genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Deswegen gehen wir jetzt direkt rein in die Änderung. Ich habe leider heute keine Möglichkeit gehabt, ein Gameplay aufzunehmen für die Säulen. Deswegen kann ich die Säulen euch nur in der Theorie erklären. Aber gerade für die Platten auf dem Boden kann ich euch richtig cooles Gameplay zeigen. Und es gibt ja auch noch ein drittes, das hatte ich bisher noch nie angesprochen, weil das eigentlich ganz entspannt ist, mit den Einsammeln von den Teilen auf dem Boden und dann abgeben in so einen Container. Da wird es auch ein paar Änderungen geben, da gehen wir gleich auch drauf ein. Aber ich würde sagen, wir starten am besten mit den Kacheln auf dem Boden, weil da sind auch ein paar sehr, sehr wichtige Dinge mit reingekommen. Erstmal wurde die Position der Kacheln umgeändert, so dass es einfacher ist, sich die zu merken. Und ich weiß, ich habe übel viel Hate abbekommen, wie blöd ich doch bin und wie schlecht ich doch bin und bla bla. Nicht jeder Mensch ist so schlau wie ihr, Leute. Und für mich war es sehr schwer, sich die verschiedenen Farben und die verschiedenen Standorte zu merken. Es ist jetzt so, dass bevor die Kacheln wieder verschwinden, 3 Sekunden vergehen müssen. Und vor allen Dingen wurden die Farben auf 4 Stück reduziert und haben jetzt auch andere Symbole. Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Die Kacheln auf dem Boden können jetzt auch nicht mehr zerstört werden. Das fand ich auch nicht so gut, dass man die Kacheln dann auch zerstören konnte, obwohl man die schon aktiviert hatte. Das gibt es auch nicht mehr. Und die Spawn-Rate von Raidern wurde auch reduziert. Also overall wurde da eigentlich genau das, was ich bemängelt hatte, besser gemacht. Bessere Symbole, anstatt 6 Farben nur noch 4 Farben. Die Farben sind auch viel näher aneinander. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt immer noch hier und da ein paar Sachen, die ich nicht so cool finde. Zum Beispiel, vielleicht kann ich das hier gerade mal einblenden. Ich hatte einen Fall beim Boss, da hatte ich nur eine Kachel auf dem Boden, um den Boss den Schild zu zerstören. Und genau zwischen uns war eine Säule und ich konnte den Boss nicht angreifen. Ich musste mich also einmal umbringen, um die Kacheln sich umswitchen zu lassen. Das ist nicht ganz so schlimm, aber ich bin einfach froh, dass es jetzt da auf jeden Fall sehr viel besser läuft. Ich kann auch direkt sagen, alle Bosse wurden schlechter gemacht, also genervt und einfacher gemacht. Die Bosse waren schon teilweise sehr schwer und es ist natürlich sehr frustrierend, wenn man den Boss vielleicht 1, 2, 3 Mal sogar das Schild wegmachen muss, um ihn zu besiegen und dann vielleicht nach dem zweiten Schild stirbt, einfach weil der Boss so, so stark ist. Man darf ja auch nicht vergessen, es kommen ja die ganze Zeit noch Gegner von überall. Das fand ich schon relativ schwierig. Egal, ob es jetzt Bunny ist oder Ajax oder sonst irgendwas, ist schon schwierig, wenn so viele Gegner da sind, man sich konzentrieren muss, auf die Farben achten muss und die Zeit spielt gegen einen. Finde ich auf jeden Fall ganz gut, dass die ganzen Bosse da ein wenig genervt wurden. Die Belohnung der Haley-Baupläne wurde erhöht. Das wussten wir ja schon von Anfang an. Es ist aber nicht genau mal 2. Wir bekommen jetzt bei Bronze immer 3. Das, was vorher Gold war. Auf Silber gibt es 4 und auf Gold gibt es 5 Teile für Haley. Das heißt, ihr könnt da 20 am Tag bekommen. Insgesamt braucht man ja 144. Und in den schweren Dungeons kriegt man jetzt so ungefähr 9 von 10 mal 8 von 10 mal ein Teil. Bedeutet, es ist auf jeden Fall jetzt sehr viel machbarer, Haley freizuschalten, finde ich ganz cool. 5 ist wirklich aber auch das Mindeste, finde ich. 20 am Tag, sagen wir mal, man zieht das so eine Woche durch, dann kriegt man das schon gut hin, wenn man dann die restlichen, wenn man hier noch 10 fehlen oder da noch 10 fehlen, mit den schweren Dungeons. Da ist der Lube zufrieden. Finde ich ganz gut, dass es jetzt auf 5 angehoben wurde. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, dass Objective, wo ihr den Container befüllen musstet, da wurde nur ein kleines bisschen was angepasst. Insgesamt kann man jetzt 10 von diesen kleinen Kapseln tragen, keine 15 mehr. Und der Container braucht insgesamt 20. Außerdem, wenn man das erste Mal befüllt, gab es vorher ein Time Limit, bis man den voll machen konnte. Das wurde jetzt auch entfernt. Das heißt, ihr habt unendlich viel Zeit, also in Anführungsstrichen unendlich viel Zeit, um den voll zu machen. Und auch die Positionen wurden ein bisschen umgeändert. Ich bin in meinem Spieletest heute nicht ganz so zufrieden gewesen. Vielleicht kann ich das hier gerade auch einmal einblenden, weil gerade der Endboss-Fight an einer ganz komischen Stelle platziert war.
fand ich jetzt nicht so ganz geil, aber es ist wirklich, das ist schon wieder Meckern auf sehr hohem Niveau. Auf jeden Fall sehr gute Änderung. Und jetzt kommen wir zu der dritten Invasion, dem mit den Säulen. Und da wurde quasi alles abgeändert. Von den Säulen, der Position, der Symbole und, und. Aber gehen wir der Reihe nach. Erstmal, das finde ich auch richtig, richtig gut, wurden die Säulen entfernt, die kein Objekt, also kein Bild inne hatten. Es gab einfach 8 Säulen oder so, wovon 4 Säulen ein Symbol hatten und 4 Säulen hatten kein Symbol. Und die Säulen, die jetzt leer sind, die wurden wegrationalisiert. Das finde ich sehr, sehr gut. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass man sehr viel Zeit spart, diese Symbole zu finden. Auch die Position der Säulen fand ich sehr schlimm. Manchmal haben die Bilder zur Wand hin gezeigt, dass man sich quasi... Also es war ganz komisch. Eigentlich müsste man ja denken, oder hätte ich es so gemacht, dass man von der Mitte des Raums alle Pillars, also alle Säulen sehen kann oder zumindest mal erahnen kann und auch die Symbole nach innen zeigen, sodass, wenn man ein Symbol wieder vergisst, man A, die Säule schnell wiederfindet und B, auch das Symbol schnell wiederfindet und nicht einmal drum rumlaufen muss. Das wurde jetzt auf jeden Fall auch verbessert. Die zeigen alle nach innen, nicht mehr nach außen. Sehr, sehr wichtige Änderung. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Wichtigsten von allem. Die Symbole auf den Säulen bzw. auf den Bots, die rumfahren, wurden vereinfacht. Wir haben jetzt ein Kreuz, wir haben ein Dreieck, wir haben einen Kreis und wir haben ein Viereck. Ist natürlich sehr PlayStation-lastig, sage ich mal. Ich hätte auch ABCD genommen in irgendeiner fancy Schriftart oder 1, 2, 3, 4 oder so. Außerdem haben wir einen Punkt und 2 Punkte, 3 Punkte und 4 Punkte drauf. Also das ist schon sehr, sehr viel einfacher gemacht. Man kann es sich jetzt so viel besser merken. Ich weiß, einige von uns, von euch konnten sich das nicht so richtig gut nachvollziehen, was ich da bemängelt hatte, dass man die Symbole nicht so richtig mit etwas assoziieren kann. Aber gerade wenn man so ein bisschen Kurzzeitgedächtnisprobleme hat und vielleicht auch Probleme hat, sich Bilder zu merken, also das ist ja... Das ist ja kein Disrespect oder sowas. Das ist einfach so. Manche Menschen können sich Bilder sehr gut merken, ohne Assoziation. Manche Leute können sich aber Zahlen vielleicht viel besser merken. Und da finde ich es auf jeden Fall besser, dass es jetzt erstmal auf 4 reduziert haben, auf 4 Symbole, die man kennt und die man mit einem Wort assoziieren kann. Viel, viel besser als vorher. Diese Tumore, die auf den Säulen drauf sitzen, die werden jetzt nicht respawnen. Das heißt, wenn man die einmal zerstört, dann sind die kaputt. Die brauchen auch jetzt nicht mehr 5 Hits, sondern nur 3 Hits. Und wenn ihr die zerstört habt, gerade mit Bunny, habt ihr das vielleicht bei meinem Gameplay gesehen, dass die Säulen immer wieder angegriffen wurden. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Ich könnte mir jetzt auch sehr gut vorstellen, dass man diese Mission zum Leveln benutzen kann. In einem guten Raum mit Bunny. Es kommen sehr viele Gegner die ganze Zeit. Die Säulen werden nicht mehr angegriffen. Das werde ich, sobald die Säulenmission bei mir aktiv ist, auf jeden Fall einmal ausprobieren und euch dann zumindest mal auf Discord wissen lassen, ob das gut fürs Leveln ist oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr cool ist. Ja, die Drohne wurde auch etwas angepasst. Der Movement, also der Weg, den sie fährt, wurde reduziert und ein bisschen angepasst. Und auch die Geschwindigkeit wurde angepasst. Und die Symbole auf der Drohne sind jetzt von oben nach unten, nicht mehr von links nach rechts. Overall einfach eine sehr gute Änderung. Und dann noch eine Änderung, die auch super wichtig ist. Wenn ihr dann das richtige, wenn ihr die Symbole richtig zugeordnet habt und dann diese Waffe bekommen habt, da musstet ihr ja zum Tor gehen und beim Tor so 3 Augen zerstören. Da war es so, dass jedes Auge 3 Hits brauchte und somit musste man mindestens 2-mal diesen ganzen Hexenkessel machen. Jetzt ist das so, dass jedes Auge nur noch 2 Treffer braucht und man es wirklich nur noch einmal machen muss und direkt kann man durch die Tür durch. Da macht man das nochmal und direkt kann man wieder durch die Tür durch. Finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch eine letzte Änderung. Das ist fast sogar die wichtigste Änderung von allen. Die Invasionsverstärkungen wurden angepasst und jetzt gibt es hier auch wirklich ein paar Invasionsverstärkungen, die ich ganz cool und ganz gut finde. Da könnt ihr grundsätzlich natürlich erstmal überall durchgucken, was ihr ganz cool findet. Wichtig ist zu wissen, dass ihr von jedem immer 1 nehmen könnt und insgesamt halt nur 3. Bedeutet, ihr müsst euch erstmal auf 3 fokussieren bzw. auf 3 festlegen. Und da müsst ihr schauen, welche 3 ihr nehmen wollt. Ich finde zum Beispiel den hier noch ganz cool.
den letzten unterbewusste Reaktion, reduziert die Abklingzeit nochmal. Was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist hier selektive Neurostimulation. Da kriegt man nämlich alle 60 Sekunden einen der drei Buffs und dafür muss man nichts tun. Die kommen einfach alle 60 Sekunden. Das finde ich ganz cool. Und hier bei Jagd finde ich von allen fünf tatsächlich das erste oder das letzte am besten. Das erste gibt einem einfach mehr LP für 30 Sekunden. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ganz hinten würde es nochmal einfach Schadensreduzierung geben. Aber gerade im Early Game finde ich gerade Jagd ganz cool. Und Wiederherstellung ganz cool. Wenn ihr Bosse macht, finde ich leeren Adrenalin zum Beispiel ganz cool. Aber da könnt ihr einfach mal durchgehen und euch durchlesen, wie die neuen Invasionsverstärkungen sind. Drei Stück an der Zahl könnt ihr hier unten reinpacken. Müsst ihr mal schauen, welche ihr da nehmen wollt. Es sind auf jeden Fall sehr viele coole Änderungen mit drin und hat auch endlich einen Impact aufs Spiel. Nicht so extrem, aber wenigstens etwas. Ja, und das war's zu Patch 1.1.1. Schon mal ein kleiner Sneak Peek. Am 10.10. kommt ja Update 2 und 3 raus. Ultimate Trainer, ETA 0, neuer Schwierigkeitsgrad und. Da werde ich eine Woche komplett live sein. Einerseits wegen Diablo DLC und auch wegen Update von The First Descendant. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen und auch mal auf Twitch reinschauen. Von mir wird es nächste Woche nochmal ein Video geben, was genau uns mit Update 2 und 3 erwarten wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow hier lassen. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.